Runde verletzt sich Markovic, zerrt sich den Oberschenkel. Für ihn kommt Mattes in die Partie. Die Vienna nach 20 Minuten mal sowas wie offensiv gefährlich. Hartenberger ist der Erste, der Gelb-Blauen, der den Abschluss sucht. Der Lask aber in der ersten halben Stunde wesentlich gefährlicher, unverdorben. Und dann Schellander mit dem Abschluss. Bartholomew Kourou im Tor der Vienna verhindert hier den Gegentreffer. Eine halbe Stunde gespielt. Wieder die Linzer. Hannes Aigner hier nicht im Abseits. Dann Daniel Kogler, der nach Verletzungspause wieder in der Startformation steht. Wieder ist der Ball im Netz. Wieder zählt der Treffer nicht. Diesmal war es Freudenthaler und Markus Cantona, der Schiedsrichterassistent, mit seiner zweiten richtigen Entscheidung. Freudenthaler hier beim Zuspiel von Kogler vorne. Die Vienna bis dahin harmlos, dann bei Standardsituationen gefährlich. Hartenberger mit seiner zweiten Möglichkeit. Und dann 5 Minuten vor der Pause, Freistoß, Patrick Kienzl, den Alfred Tata heute wieder aufgestellt hat, knapp am Tor von Thomas Mandl vorbei. Somit steht es zur Pause noch 0:0. Thomas Prager, einer von 3200 Zuschauern auf der Hohen Warte. Früher hat er beim LASK in der Bundesliga gespielt, jetzt bekanntlich bei Rapid. Nach der Pause die erste gefährliche Aktion von den Linzern. Wieder Schellander mit dem Abschluss und Kourou noch mit den Fingerspitzen dran. Da ging es mal sowas wie schnell, sowas wie direkt beim LASK. Und im Anschluss an diese Szene gab es Eckball. Nach 54 Minuten, Freudenthaler führt aus. In der Mitte Ulrich Winkler. Und diesmal zählt der Treffer 1:0 für den LASK. Da war keiner mehr dran. Wimmer springt drüber. 3 Wiener Spieler können nicht in diese Szene eingreifen. Und Ulrich Winkler, der trifft selten. Sein letztes Ligator vor 2 Jahren noch für Innsbruck. Und der LASK hat dann Möglichkeiten, die Partie vorzuentscheiden. Hannes Aigner in Minute 66 hat aber gefährlicher ausgeschaut, als es tatsächlich war. Der LASK und die Chancenverwertung. In dieser Saison bisher keine innige Beziehung. Eine Viertelstunde Verschluss. Wieder Freudenthaler, der viel Betrieb über links macht und in der Mitte verfehlt. Hannes Aigner immer noch ohne Tor aus dem Spiel heraus, hat einen Treffer erzielt, den aus einem Elfmeter. Und 4 Minuten vor dem Ende zeigt dann noch Lukas Kragel, warum Walter Schachner im Moment nicht auf ihn baut. Der war eingewechselt worden und schafft es hier nicht, aufs Tor zu schießen. Der LASK macht den zweiten Treffer nicht und somit hat die Vienna kurz vor Schluss noch eine tolle Ausgleichsmöglichkeit. Thomas Mandl, bis dahin fast nicht gefordert, reagiert toll bei diesem Schuss von Matthias Hartenberger. Dospel kam nicht ran, aber Hartenberger mit einem schönen Abschluss. Thomas Mandl hält dem LASK den Sieg fest. Die Linzer gewinnen am Ende eine doch schwache Partie mit 1:0 und feiern den ersten Auswärtssieg in dieser Saison.